Nala läuft nicht, Nala rennt. Der Labrador hat Witterung aufgenommen. Witterung der Person, die hier in der Berghammer Straße in Otterfingen vorletzte Woche 36 mit Gift präparierte Würstchen ausgelegt hatte. 1,5 Stunden vorher. Einsatzbesprechung mit der privaten Rettungshundestaffel Alpenvorland. Auch der Bürgermeister ist dabei. Der Druck, den Täter zu finden, ist groß in Otterfingen. Das Schlimme ist, dass das Ganze ja sich in der Nähe vom Kindergarten abgespielt hat. Ist gar nicht daran zu denken, wenn irgendein kleines Kind unbeaufsichtigt da so Wienerle in die Hand nimmt und die isst, dann haben wir nämlich ein größeres Problem. Die Polizei setzt auf die Spürnasen der Rettungshundestaffel. Sie sind sogenannte Mantrailer, spezialisiert auf die Suche nach Menschen. Sie erschnüffeln kleinste Geruchsspuren, auch noch nach vielen Tagen. Zum Glück hatte der Bauhofleiter die Giftköder sorgfältig eingesammelt und aufbewahrt. Zuerst ist Carlos dran, ebenfalls ein schwarzer Labrador. Seine Trainer gehen mit ihm in den Ort Richtung Bahnhof. Letzte Woche war Nala hier schon bei schlechtem Wetter unterwegs, hatte trotzdem Spuren gefunden. Mit Carlos will man jetzt schauen, ob sie richtig lag. Für den Hund sind die Bedingungen heute eigentlich ideal. Wir haben leichte Feuchtigkeit, wir haben leichte Sonne dazu, das heißt, der Geruch ist noch leicht konserviert. Und dann lassen wir uns überraschen, ob wir die Spur der Person, die diesen Köder ausgelegt hat, aufnehmen können. Carlos ist nicht so ungestüm, läuft langsamer als Nala. Wie sie auch, sucht er kaum am Boden, holt sich die Witterung aus der Luft. Scheinbar ziellos, läuft er kreuz und quer, bricht ab, zieht woanders hin. Bis zum Bahnhof verfolgt er die Spur. Dann ist Schluss. Mit der S-Bahn weiterfahren, andere Bahnhöfe absuchen. Das Team entschließt sich, noch einmal in den Ort zurückzugehen. Da kann Carlos die Fährte wieder aufnehmen. Und er zieht zielstrebig in eine Richtung, in der auch Nala schon eindeutig reagiert hatte. Die gut 2-stündige Suche der Hunde hat sich für die Polizei gelohnt. Sie haben uns 2-mal das gleiche Ergebnis gebracht und haben im Osten von Otterfingen das Ergebnis auf 2 Straßenzüge eingrenzen können. Ja, jetzt gilt es, einen Tatnachweis zu erbringen. Das zum einen über die Spurenauswertung, die an verschiedene Labore gegangen ist. Das Umfeld mal abklären, die Anwohner befragen. So in diese Richtung wird es laufen. Was könnte es für den Hundevergifter Schlimmeres geben, als möglicherweise ausgerechnet von Hunden enttarnt zu werden?